Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und gleichzeitig zu einer Premiere. Es ist das erste Mal, dass ich hier auf meinem Kanal einen Gast habe und es ist gleich mal ein Gast, den ihr wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet hättet, nämlich Echo Fresh. Ein Rap-Oldschooler, kann man fast schon sagen, hat als Schüler angefangen Musik zu machen, dann unter den Fittichen von Kool Savas sehr lange mit Kool Savas zusammengearbeitet, dann gab es einen Bruch zwischen den beiden, er hat selber was auf die Beine gestellt. Und mittlerweile ist Echo Fresh sehr etabliert. Sein neues Album Exodus ist gerade rausgekommen, sehr erfolgreich in den Charts, ganz oben eingestiegen. Und nicht nur deshalb ist er hier auf diesem Kanal, sondern weil mich auch mal interessiert hat, wie denkt eigentlich jemand wie Echo Fresh über ein Thema, das man nicht unbedingt mit ihm in Verbindung bringt, nämlich die Politik. Hier wird jetzt Echo Fresh gleich über Dinge sprechen, über die er sonst noch nie in einem Interview gesprochen hat. Unter anderem darüber, welchen Politiker er cool findet, denn Echo Fresh interessiert sich tatsächlich für Politik. Ob er sich selbst vorstellen könnte, in die Politik zu gehen? Er sagt nein, warum, erfahrt ihr gleich. Und darüber, wie schwierig es ist, Rapper zu sein und damit Vorbild für andere und wie sehr man auf bestimmte Dinge aufpassen muss. Das erfahrt ihr hier in diesem ersten Teil des Interviews und den zweiten Teil gibt es dann an anderer Stelle. Ja, Echo Fresh ist jetzt hier. Schön, dass du Zeit hast. Jawohl. 22. September. Wie sieht es da mit der Zeit bei dir aus? Was hast du da geplant an dem Tag? An dem Tag? Ich werde bestimmt noch irgendwo unterwegs sein wegen der Platte, aber ich weiß ganz genau, worauf du anspielst. Da sind die Wahlen. Da sind ja auch gerade die ganzen Wahlwerbespots und so im Umgang. Und ja, wichtiger Tag auf jeden Fall. Gehst du wählen? Ich habe schon des Öfteren gewählt und werde auch weiterhin wählen gehen. Natürlich will ich jetzt nicht hier sprechen, was ich wähle, weil ich möchte das natürlich ein bisschen von meiner Musik und meinem öffentlichen Dasein irgendwie trennen, weil das gehört eigentlich nicht zur Politik dazu. Was ich aber machen kann, ist, den Jugendlichen ein Vorbild zu geben, zu sagen, hört mal zu, das ist wichtig, wählen zu gehen, weil viele Leute denken, dass sie nichts ändern können. Aber wenn jeder so denkt, dann ja, dann haben wir ja Feierabend sozusagen. Weißt du, du musst ja bei dir anfangen und um was Großes bewirken zu können, musst du erst mit kleinen Schritten anfangen. Jetzt sagst du, du willst uns nicht verraten, wen du wählst. Das ist klar, es gibt ja auch das Wahlgeheimnis. Aber man muss ja auch erstmal gucken, wen wähle ich denn überhaupt? Was ist denn so für dich so die Möglichkeit, wo informierst du dich, welche Partei für dich die beste ist? Also es ist ja dazu da, um dich zu vertreten und um deine Interessen zu vertreten. Und meine Interessen, was sind meine Interessen? Das kann man sich ja ungefähr denken. Ich bin selbstständig, ich habe ausländischen Hintergrund. Und ja, ich bin eher ein offener Typ und was auch immer. Also das kann man sich ja ungefähr immer so einschätzen bei den Leuten, so was, worauf die hinaus wollen. Und da kannst du ja auch ungefähr dann sehen, zu welcher Partei das dann gehört. Ja, Stichwort Migrationshintergrund. Im Bundestag sind ja relativ wenige Politiker, die Migrationshintergrund haben. Einen hast du parodiert neulich im Video zu Quotentürke, Cem Özdemir von den Grünen. Ja. Findest du, da könnte noch mehr passieren? Sollten noch mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Bundestag sein? Auf jeden Fall. Ich beobachte halt, dass viele Parteien, so sage ich mal, eher so alibimäßig dann einen Ausländer dann dabei haben. Ich will es jetzt auch nicht negativ bewerten, aber das ist so mein Eindruck davon. Und der Einzige, der sich da so ein bisschen hervortut, ist der Cem Özdemir. Und der ist nicht nur alibimäßig dabei, der ist so ein richtig langjähriger Dude, so, der das auch schon sehr gut macht, finde ich. Und der ein gutes Beispiel ist für Türken in Deutschland. Und ja, ich hoffe, der hat meine Parodie gesehen. Er hat sich noch nicht bei dir gemeldet. Nee, aber ich bin mir sicher, das hat ihm bestimmt irgendein Praktikant oder so gezeigt. Stichwort Praktikant. Bushido hat ja mal ein Praktikum im Bundestag gemacht. Okay. Du bist natürlich Musiker, aber wäre das für dich auch eine Option, dass du sagst, Mensch, so in Richtung Politik könnte mich interessieren oder sagst du, na gut, ich gehe wählen, ich informiere mich ein bisschen, aber mehr will ich auch nicht damit zu tun haben? Ich würde mir das schon einmal gerne mal angucken, was sie da so machen, aber ich überlege jetzt nicht in die Politik zu gehen oder so. Dafür schlägt mein Herz noch viel zu sehr für Musik und für meine Arbeit, so, die ich gerade mache. Wobei, wenn man sich mal die Klicks bei YouTube anguckt, deine Verkaufszahlen, du hättest schon viele potenzielle Wähler, die dir vielleicht eine Stimme geben würden. Glaubst du nicht auch, es brauchst du ein paar Leute, die aus einem anderen Background kommen als die meisten Politiker, die das berufsmäßig machen, die da irgendwie mal ein bisschen mitmischen und den Laden aufmischen? Ich glaube, es geht um Leute, die ehrliche Absichten haben. Ist egal, ob die vorher irgendwie eine Fanbase durch Musik haben oder nicht. Ich glaube, das geht darum, dass man ein bisschen mehr Leute braucht, die aus dem Volk auch kommen, aber trotzdem sich so gut artikulieren können und trotzdem sich so gut mit den Gesetzen und so weiter auskennen, dass sie da mitmischen könnten. Da könnten wir ein paar gebrauchen, weil die meisten, die halt in solchen Positionen sind, das ist ja auch das, was immer so frustrierend ist, auch gerade beim normalen Menschen, sage ich mal, dass man immer den Eindruck hat, dass sie irgendwie doch ihre eigenen Interessen vertreten. Und das kommt halt immer wieder mal raus, wenn so ein Skandal rauskommt oder so. Dann denkt man, oh mein Gott, die ziehen da voll durch in ihren eigenen
Leben irgendwie voran damit zu kommen. Und dafür ist es ja eigentlich nicht da. Das ist so die negative Seite so an Politik. Und ich denke, da wäre cool, wenn sich da mal einer auftun würde, so ein richtig cooler aus dem Volk, sag ich mal. Du machst es ja auf deine Art mit Musik. Köln Kalk Ehrenmord war ja, wenn man will, auch ein politischer Song. Quotentürke ist auch einer. Hast du gemerkt, dass du auch durch deine Musik ein bisschen was erreichen kannst? Kommen vielleicht jetzt auch Leute auf dich zu, die vorher eher so einen Bogen um dich gemacht haben, sprechen dich jetzt an und sagen, Mensch, kannst du mal einen Tipp geben? Hast auch das Ohr an den Leuten? Ja, schon. Ich hab gemerkt auch, dass immer diese Songs das meiste Echo irgendwie haben und gerade das meiste Medienecho. Und da werde ich so Sachen eingeladen, wo ich sonst nicht stattfinde mit meiner Musik, wo ich dann manchmal denke, das ist komisch so, weil ich mache so lange schon Musik. Andererseits denke ich, okay, anscheinend ist auch gewisser Redebedarf, deswegen stelle ich mich dann gerne dazu zur Verfügung. So. Und es haben mich schon mehrere angesprochen, da irgendwie als Vorbild zu fungieren oder in irgendwelchen Situationen die Ausländer zu vertreten, ob es jetzt wie gesagt bei irgendwelchen Medienereignissen ist oder so. Ich mache das gerne, will natürlich. Als Künstler hat man ja immer so, man will irgendwie anders wahrgenommen werden. Ich will natürlich am liebsten einfach durch meine Kunst überzeugen und nicht nur, weil ich jetzt Migrationshintergrund habe und dann so einen Bonus dadurch kriegen. So, das möchte ich nicht. Ich finde, ich habe den Erfolg, den ich erreicht habe, durch mein Können geschaffen. Das möchte ich, dass die Leute das auch wissen. Wenn sie es wissen, dann stelle ich mich gerne zur Verfügung und gebe gerne auch der Jugend Tipps. Ich finde, ich bin einer der ausländischen Rapper, die ein gutes Vorbild versuchen zumindest abzugeben. Klar, ich habe hier und da auch mal ein Schimpfwort drin, aber es ist bei mir nicht die Hauptsache in meiner Musik, irgendwie da so mal richtig auf die Kacke zu hauen und zu posen und bla, weißt du. Ich glaube, dass Ausländer, die mich hören, das wissen und da auch hoffentlich sich ein gutes Beispiel dran nehmen. Also du bist dir dessen schon bewusst, Vorbild zu sein und machst bestimmte Dinge dann auch nicht, weil du sagst, naja, ich stehe in der Öffentlichkeit, das könnte bei den jungen Leuten falsch rüberkommen. Ich mache alles, wo ich selber hinterstehe, nach meinem eigenen Maß. Ne? Und teilweise ist das gleiche Maß der Öffentlichkeit, teilweise auch nicht. Aber ich lasse mich nicht in meiner Kunst begrenzen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich erwachsen genug bin, die Leute zu entertainen, ohne so ein gewisses Niveau fahren zu müssen, weißt du? Das war der erste Teil vom Interview mit Echo Fresh und hier kommt ihr direkt zum zweiten Teil. In dem geht es unter anderem darum, was Echo Fresh über Bushido als Vorbild für junge Leute denkt. Echo Fresh sagt, was er zu dieser ganzen Diskussion meint, die es gab um das Video Stress ohne Grund und ob er auch mit Bushido, mit dem er ja sehr gut befreundet ist, über solche Dinge spricht. Ich kann schon mal so viel verraten, Echo Fresh beschuldigt vor allem die Medien. Was da los ist, erfahrt ihr in diesem Teil. Außerdem erzählt Echo Fresh unter anderem, warum er sich nicht unbedingt vorstellen könnte, einen Song über die aktuelle Situation in der Türkei zu machen. Er sagt, das passt nicht ganz zu seiner Musik. Warum? Das erfahrt ihr hier in diesem Video. Also einfach mal reinschauen.